Das war nicht meine Art. Früher, wenn ich jemanden gesehen habe, der sündig oder so, öffentlich sündig oder so, dann habe ich so gemacht. Das war mir zuwider. Und genau mir sagt der Heiland jetzt, bring mir die Sünder nach. Bring mir so viele Sünder du kannst, egal wie schwer sie sind. Ich gebe dir die Möglichkeiten, Beichte und so, sie wieder Gott ihm angenehm zu machen. Und ich, der gar nicht meine Art wäre, ich bin heute voll davon. Meine größte Freude ist, wenn ich einen schweren Sünder, Sünderin wieder kann, Gott zuführen. Denn ich weiß, es ist für Gott eine Riesenfreude. Natürlich dann auch für den Menschen. Und das freut mich, wenn er Freude hat. Das ist meine Freude. Ja, sagt von mir aus, ich bin verrückt, aber diese Verrücktheit gefällt mir. Da kann es, bei uns in der Schweiz sagt man, da kann es Krotten hageln, Berge stürzen. Was kann mir denn passieren? Ich kann ja höchstens zu ihm kommen und es gibt ja nichts Schöneres. Doch, es gibt noch was Schöneres. Für Gott hier zu sein, für ihn Menschen bringen. Das ist noch, na, wie man es nimmt. Jesus sprach zu ihnen, Matthäus, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Wieso denn? Ich habe solche. Auch, ich sage das Wort, es liegt mir nicht. Aber Prostituierte, berufsmäßige sogar, die sich bekehrt haben und noch keine zurückgefallen. Ich möchte immer wieder sagen, Leute, wenn ihr tatsächlich total in der Hölle schon schmort, nein, dann geht es natürlich nicht mehr, aber hier schon irgendwie, dass ihr meint, ihr könnt nicht mehr zu Gott, Gott könnte keinen Gefallen mehr an euch haben. Ich bringe euch ihm wieder, wenn ihr wollt. Ich habe die Aufgabe dazu bekommen. Ich habe so viel junge Menschen wieder zu Gott geführt. Und Menschen, wo früher in der Sünde gelebt haben, manchmal sogar eine ziemlich schwere Sünde gelebt haben, da hat Vater, Mutter und die Verwandten und die Onkel und Tanten gar nichts gesagt. Und seit ich sie dann zu Gott wieder zurückgeführt habe, ich bin ja nicht fanatisch, bin nur verliebt. Seit sie wieder jetzt halt bei mir in die Messe kommen und so, da regen sich die Eltern auf, seit eine Sekte und überhaupt. Dabei ist heute die katholische Kirche eine Sekte, weil sie nicht mehr alles sagt. Das Hauptgebot habt ihr schon gehört. Ich könnte euch noch vieles aufzählen. Was ist eine Sekte? Eine Sekte ist, wo nur Teile herausnimmt oder einschreibt, die ihnen gerade passt. Ich sehe manchmal Dinge, wo ich genau jetzt sage, könnte sagen, seht ihr, ich habe doch recht. Ja. Aber das wäre Blödsinn. Ich brauche nicht die, die mich bestätigen. Er wird mich bestätigen, wenn es soweit ist. Vielleicht, wenn ich dann gestorben bin. Wir werden sehen.